An der Nordseeküste, tam 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 tam, sind die Fische am Strand, die Frauen im Wasser und ich am Land. Herzlich willkommen bei House Flipper 2 hier auf der PlayStation 5 mit mir, Christian Angel 3000. Ich begrüße euch herzlich wieder zurück. In der Zwischenzeit habe ich jetzt mal das Haus mal so ein bisschen umgestaltet, dass es jetzt mein eigenes Heim ist, sozusagen. Habe mir ein paar Infos nochmal vom Kollegen Marbster noch dazu geholt, wie wir das am besten designen könnten. Und wir kamen dazu im Schluss auf dieses schöne Projekt. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir sehr viel Zeit reingenommen, habe alles abgerissen, wieder draufgeballert, etc. und so weiter und so fort. Wir haben hier zweimal Marmorplatten reingeballert, sozusagen ein wunderschönes Heim hier erstellt. Also ich kann echt davon sagen, also es sieht echt gemütlich aus, wohlwollend, sage ich mal so, am PC. Ja, dann halt auch ein Bett halt hier nebendran. Also es ist halt einfach nur ein Rückzugspunktort für mich, um zu sagen, hey, hier, da kann ich erstmal leben. Klar, Küche fehlt, Bad fehlt. Kacken kann ich auch am Wasser. Aber sonst haben wir hier echt viel Zeit reingesteckt. Und ja, hier oben fehlt jetzt noch ein bisschen Deko halt. Aber sonst, Blumen halt, sind auch noch ein bisschen leer. Aber sonst habe ich hier auf jeden Fall mal die ganzen Scheiben hier oben mal komplett gebaut. Weil ich wollte halt, wenn ich schlafen gehe, auch in den Himmel schauen, sozusagen. Das war ja meine Intention, sozusagen. Und dann haben wir hier die Dinger, haben wir auch hier, könnte ich vielleicht auch mal nochmal zwischendrin noch ein paar reinsetzen. Aber ja, ich habe auf jeden Fall sehr viel Zeit reingesteckt hier in dieses kleine Ding hier, also in das kleine Gebäude. Weil ich musste die ganzen Geländer alle abbauen, dass ich die ganzen Kacheln hier unten überhaupt hier richtig platzieren konnte. Und ja, das hier, dann habe ich natürlich hier auch die Decke mal zwei Stufen abgerissen, im Endeffekt, weil es einfach zu niedrig war. Und wie ihr sehen könnt, der Raum hat sich viel vergrößert, ist viel größer geworden, etc. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier noch später nochmal eine Wand setzen sollte oder so, oder einfach so lassen, weil aufs Klo gehen muss ich ja wirklich nicht im Spiel. Also da ist es eigentlich nur noch Pillepalle sozusagen halt, ne? So, ja, zwei Ausgänge vorne und hinten natürlich. Und ja, ich finde, es ist mir sehr gut gelungen. Ich bin sehr zufrieden. Klar, es hebt komplett vom gesamten Bild ab, was die anderen Häuser angehen. Aber es ist halt ein Luxus-Liner sozusagen, was man auf jeden Fall machen kann. Licht ist auch gegeben, komplett halt. Also da kann ich echt nicht meckern. Und schade, dass man hier nicht die Tag und Nacht wechseln kann. Dann würde ich gerne das auch mal nachts anschauen. Der Schalter habe ich hier drüben hingelegt, genau. Wie ihr sehen könnt, ja. Lichter sind auch vorgegeben. Also es ist wirklich ja, eine Wohnung, die wirklich was in sich hat halt, ne? Also, aber naja, das ist ja dann alles Nebensache. Das Problem ist, wir müssen jetzt das andere Haus verkaufen. Um das zu gewährleisten, brauchen wir Geld. Weil das andere Haus, naja, es ist halt nicht im besten Zustand. Und ich habe mal nachgeguckt. Wo war denn das jetzt nochmal? Montage? Nee. Ich habe vor kurzem irgendwo gesehen, wo ich es verkaufen konnte. Wir sind ja momentan aktuell hier. Wenn man sich überlegt, so sah das am Anfang aus. Ich gehe mal kurz durch die Bilder durch. Was sich komplett geändert hat als Vergleich. Es ist wirklich schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist schon heftig, sage ich mal so, Leute, ne, wie ihr sehen könnt. Und wie es jetzt aussieht, man merkt halt wirklich, dass ich halt sehr viel Zeit reingesteckt habe, definitiv. Definitiv. Gut, okay, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal ganz kurz ins andere Haus zurück, um euch zu zeigen, was hier so eigentlich noch zu bauen ist. Und es ist halt wirklich viel, sage ich euch, weil wenn ich es verkaufe, kriege ich, glaube ich, gerade einfach gerade gar nichts raus. Ich muss noch mal ganz gucken. Auktionshaus, genau hier. Wie ihr sehen könnt, minus 59 zur Auktion stellen, minus 50. Das Problem ist, Renovierungskosten würden abgezogen sein, Verkaufsobjekt, Kaufpreis des Hauses. Ja, wir müssen halt hier echt hier noch einiges machen, was das angeht. Natürlich,
putzen, möblieren etc. Weil es ist halt immer noch sau leer halt hier drinne. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Aber wo ich dann hier letztes Mal reingeguckt habe, gibt hier noch einiges zu tun. Ich würde sagen, das werde ich auf jeden Fall mal offscreen machen, komplett mal hier alles entleeren, alles rausschmeißen, bis zum geht nicht mehr, dass wir hier mal ein bisschen Platz schaffen und dass wir hier alles loswerden sozusagen. Weil es ist halt wirklich ein Sauhaufen schlechtweg hin. Und ja, das ist halt die Sache halt, was können wir denn überhaupt hier machen alles? Also wir haben auf jeden Fall einiges zu tun, was das angeht. Und je mehr wir wieder dran ändern und putzen und farblich abstimmen, kriegen wir dann auf jeden Fall auch wieder genug Geld raus, um bessere Sachen zu machen, was das angeht. Also da mache ich mir jetzt erstmal keine Hoffnungen, was das angeht. Aber wir müssen das Haus auf jeden Fall loswerden, definitiv. Und ja, um das zu machen, müssen wir halt auch ein bisschen Geld verdienen, weil von nichts kommt nichts, sozusagen, Leute. Das ist verständlich. Und wir müssen halt hier eine ordentliche Einrichtung schaffen, weil sonst haben wir hier größere Probleme für die Zukunft. Und das ist dann wahrscheinlich nicht der Fall oder die Sache, die hier stattfinden soll. Wie gesagt, es gibt hier noch einiges zu tun. Und um das hier zu gewährleisten, natürlich, das Bad lassen wir jetzt einfach mal. Das können wir noch einiges weglöschen. Farbeimer, die Blumen, das da. Also wie ihr sehen könnt, wir haben hier noch einiges zu tun. Aber wie gesagt, das wird auf jeden Fall offscreen laufen. Da werde ich jetzt euch jetzt nicht so groß beanspruchen. Denn wir müssen im Endeffekt halt noch ein bisschen Geld aufbauen. Wir haben jetzt wieder 9.000, aber naja, ich habe halt, wie viel habe ich für das andere Haus ausgegeben? Ich hatte 106, 82, also rechnen wir mal Minimum mit 20.000, wo wir auf jeden Fall ausgeben müssen, um hier alles zu kaufen und zu neu zu gestalten, definitiv. Und das machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Dann zeige ich euch, was ich dann eigentlich mal in der nächsten Zeit einfach mal hier bewerkstellige halt, ne? So, aber um das zu gewährleisten, müssen wir natürlich halt Missionen annehmen. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie komme ich denn überhaupt verwenden. Ne, das ist Haus in Besitz. Vorteile. Ah, das heißt dann wirklich, wir müssen erst wirklich zu unserem Haus zurückgehen, um die Karte zu öffnen. Und ja, da würde ich sagen, dann machen wir einfach von dort aus einfach unser Haus. Also unsere weitere Mission sozusagen, um mal zu checken, was eigentlich so ansteht. Hier ist nichts zu tun. Hier hätten wir zwei Aufgaben. Schlafzimmer am Strand, das hört sich gut an. Let's go. Einfach streichen und einrichten. Let's go. Na, vor uns haben wir ja schon das blaue Haus hier am Start, natürlich. Und ja, gut. Dann würde ich sagen, hier ist auch nichts drin, keine Post, okay. Brauchen wir wenigstens schon mal nicht einsammeln. Einmal können wir schon mal aufmachen. So. Gut, dann gehen wir mal rein. Und checken mal die Lage. So, da können wir eigentlich alles so lassen, wie es ist. Oh, das sieht auch interessant aus, das Design. Mit den violetten Farbkacheln hier nach unten gelegt. Hat auch einen gewissen Reiz, definitiv. Aber wir müssen ja nach oben. So. Margaret Fontana. Okay, er liest also gerne. Ist ja das auf dem Foto? Wie das auf der Veranda? Ah, okay. Nee. Ich habe das noch nicht mal gelesen. Wait to see my
Okay. Wenn er. Was mag er denn sonst noch? Habe ich sehr genau gesehen, was mag er sonst noch? Die Welt sehen. Er will auf Reisen. Na dann. Ja, endlich. Dankeschön. Darf ich jetzt meine Arbeit machen? Manchmal als Haus, also sagen wir mal, als Putze, sage ich mal so, denke ich manchmal so, es ist schön mit Leuten zu reden, aber wenn sie eine ganze Geschichte erzählen, das interessiert dann echt keine Sau dann irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber gut, okay. Wir müssen auf jeden Fall erstmal die Fenster putzen, dass wir hier mal ein bisschen sauber machen können. Das Grobe erstmal, wo wir nichts wegkaufen müssen, was das angeht. Kriegen wir dann auf jeden Fall hin. Denn wir brauchen ja ein bisschen Geld. Also, um Geld zu machen, müssen wir arbeiten. Wohl oder übel. So. Da sind auch noch Haufen Bilder, Dreck überall. So. Also ich mache jetzt nur das Nötigste, ne? Also nur um 3 Sterne zu bekommen. Und ich werde nicht viel groß mehr machen. Definitiv nicht. So, da unten ist auch noch Dreck. So. Die Sache ist, wir müssen alles verkaufen. Okay, na dann. Dann verkaufen wir alles. Das ist auch schon wieder Müll. Ja, da sind noch mehr Dreckflecken. Ups. So. Wäschekorb. Da ist auch noch ein Fleck, wie ich sehe. Ups. Was mir eigentlich so aufgefallen ist, wo ich selber ein bisschen dann gearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass ich halt anscheinend gewisse Sachen nicht alles wieder kaufen kann, was ich ein bisschen schade finde, denn einige Bilder oder sonstiges kriegt man einfach nicht mehr wirklich zu Gesicht. Das Spiel müsste noch einiges gemacht werden, was Items, also Gegenstände angeht, die man wieder beschaffen kann. Aber ich denke mal, das wird im Laufe der Zeit vielleicht noch nachgereicht, denn ich habe die Entwickler angeschrieben. Und die soll dann auf jeden Fall mal gucken, ob die dann vielleicht doch den gewissen Leuten natürlich auch entgegenkommen. So, da würde ich sagen, dann gehen wir gleich mal hier rein. So, da müssen wir auch alles verkaufen. Ups. So, die Holzplatten, die Heizung weg. So, dann müssen wir hier noch putzen. So. Was hat man da? Ups. Das war ein bisschen zu viel und zu schnell. Eieieiei. Naja, aber. Das stimmt, apropos. Vorteilspunkte. Wir haben ja schon neue bekommen. Auch in der Zeit, wo ich gearbeitet habe, in dem anderen Haus. Das dann können wir dann gleich mal gucken. Ich habe dann auch zum Beispiel als Feedback angegeben, so ein bisschen im asiatischen Stil, ob sie da mal was machen könnten oder so. Oder auch halt Outfits für den Charakter. Auch wenn man ihn nicht so oft sieht, aber ja, vielleicht kann man ja eine Third-Person-Anzeige machen oder so, keine Ahnung. Oder ja, so ein Fotomodus, dass man sich dann zum Beispiel hinsetzen kann und sagen: Hey, hier, guck mal, das habe ich gebaut mit einer gewissen Pose.
Wäre bestimmt auch toll. Aber das ist halt ein anderes Thema. Wieso hängt das jetzt in der Luft? Okay. Ja, da würde ich sagen, dann bringen wir erstmal den Müll raus, bevor wir hier weitermachen. Hä? Nee. So. Müssen wir den Deckel wieder zumachen. So. Gut. Dann haben wir ja noch hier ein. Eine Wohnung. So. Gut. Ja, dann würde ich sagen, als nächstes, bevor wir weitermachen, zeige ich euch einfach mal, was ich jetzt schon eigentlich freigeschaltet habe von Vorteile. Wir haben halt dafür auf jeden Fall Putzen, dass dann halt noch ein größerer Kreis entsteht, sozusagen. Dann haben wir hier von Kacheln, wo ich sehr viel gearbeitet habe. Beim Bearbeiten von Oberflächen kannst du die Materialien in einen Zug auf eine größere Fläche verlegen. Yay, echt gut und praktisch, genau. So, verkaufen haben wir halt noch nichts, weil wir noch nicht dazu gekommen sind. Das dauert dann wahrscheinlich seine Zeit. So, dann machen wir hier erstmal wieder zu. So, hier müsste man 7 Möbelstücke kaufen. Streichen muss ich hier anscheinend nichts. Das ist schon mal gut. Dann können wir gleich mal gucken, was die hier wollen. Also, 7 Möbelstücke, eine Heizung. Wir kaufen das allgemeine Standard. Was mir eigentlich so einfällt, im ersten Teil musste man die Heizung noch ordentlich ranbauen irgendwie. Das haben die hier irgendwie anscheinend vereinfacht. Finde ich ein bisschen schade, aber naja. Dafür haben sie andere Möglichkeiten reingemacht, was das angeht. Dann ist es ja nicht so schlimm. So. 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 Und ja. So. Dann haben wir den Raum hier fertig. Sehr schön. Gut. So, wir können hier erstmal zwei Kartons auspacken. Ein Skateboard. Aha. Ein Skateboard kommt eigentlich an die Wand, wenn der Junge nicht selber damit fährt. So. Ein Ball. So. Was ist das? Ach, das ist fürs Bücherregal. Das können wir hier oben hinsetzen. Kriegen wir gleich noch die andere Seite? Genau. Jetzt ist halt die gute Frage, wie viele Bücher kriege ich jetzt hierher? Und das ist nicht so akkurat. Das wollte ich jetzt nicht, das ist. Das ist ja doof. Okay. So, passt. Ja, das erste Buch kann ich nur hinlegen. Warum eigentlich? Warte mal, ausrichten. So. Ja, dann machen wir es ordentlich. Das nächste Buch ausrichten, drehen. So. Nächste Buch ausrichten. Oh, noch ein Buch. Hei, 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 hei. Kenne die Bücher nicht mal. Also richtig mit Lesen habe ich eigentlich auch nicht so viel am Hut. Weil das Problem ist, bei mir ist es so, wenn ich lese, dann verliere ich oft die Zeilen durch die Augen und ja, vielleicht hilft dann Training oder so, wer weiß das schon, aber naja, wer weiß. Kermit der Frosch, dann Mr. Krabs, warum auch immer, dann ein Roboter. So, dann ein Spielzeug. Nee, was ist das? Ach, das ist eine Spielkonsole. Aha, okay. Eine PSP, ein Würfel. Oh, die Würfel sind manchmal. Früher waren die voll in, aber heute kaum noch zu sehen. Jetzt kommen die Spielzeugautos. Und da haben wir das andere.
So. Sehr schön. Nächster Koffer. Oder nächster. Links. Was ist das? Eine kleine Brücke. Ich weiß jetzt gerade nicht. Kommt da noch mehr? Ach so. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich das jetzt wirklich so hinbaue, kann ich dann auch wirklich dann was fahren lassen? Also. Noch eine Brücke. So. Dann wieder eine Kurve. Ich habe halt keine Ahnung, ob da irgendwie dann da was fährt. So. Davon müsste es aber auf jeden Fall zwei geben. Eine hoch und eine runter. So. Noch eine gerade. So. Dann noch eine Kurve. Nee, das hat was war falsch. So. Noch eine gerade. Dann müsste man dann wahrscheinlich da drüben wieder ankommen. Ja, das sieht danach aus, ne? Dass ich schon am Anfang an schon richtig gebaut habe anscheinend. Finde ich lustig. Jetzt müsst ihr wieder. Genau, wie ich es mir gedacht habe. Es muss das letzte Teil sein. Ja. So. Hehe. Tut tut. Nee, das passt dann nicht. So. Machen wir das doch mal hier hin. Ah, Millimeterarbeit. Gar nicht so einfach mit dem Analogstick. Na, ah, aber es funktioniert. Ich halte es im Kopf nicht aus. Es funktioniert echt, Leute. Gleich Unfall, pass auf. Nee? Alles klar. Ja, die Sache ist halt, wie könnte ich denn die so hinsetzen, dass sie. Die Reihe ist halt voll lang halt, ne, Leute? Die Reihe ist halt voll lang. Machen wir es mal so. Nee, okay, die fährt ganz allein. Gut, okay, alles klar. Gut, dann haben wir das. So, kaufen. Wir brauchen auf jeden Fall eine. Warte mal, bevor wir kaufen, sollten wir nicht da vielleicht erstmal streichen? Das wäre doch, glaube ich, meine eher Intention, bevor wir irgendwas machen. Die Frage ist halt, wir haben jetzt hier Farbe. Ich denke mal, einmal so da ausreichend. Die Frage ist halt, was für eine Farbe will er haben, oder? Warte mal. Gelb zum Lesen. Nee, komm, wir bleiben bei der Farbe. Die interessiert mich ein bisschen mehr. So. So, dann würde ich sagen, auf geht's. Blau beruhigt, glaube ich, mehr wie alles andere. Schön über den Stecker malen.
So, abwählen. Dann hier oben. Hä? Okay, müssen wir halt zweimal machen. Definitiv. So. So. Ein Glück, dass ich jetzt schon ein bisschen geskillt habe, was das angeht, mit den Farben, also mit der Rolle, dass wir das auf jeden Fall schon fertig haben. Dann müssen wir hier weitermachen. Ja, einmal zu viel. Nein, halt. Komm schon. Perfekt. Können wir gleich alles auf einmal machen. Ja, komm her. So. Okay, also wir haben auf jeden Fall da blau. Oder wir machen auf zwei Ebenen. Unten gelb und oben blau. Das hört sich gar nicht so verkehrt an. Könnten wir eigentlich machen. Dann machen wir das einfach so. Dann machen wir erstmal die obere Reihe komplett mit der einen Farbe. Ja, da muss ich zweimal ansetzen. Und auch, glaube ich, die Farbe ist auch bald vorbei. Gemütlich und langsam ernährt sich das Einhörnchen. Da. Farbe nachziehen. Abwählen. Auswählen. Dann machen wir hier was Ordentliches hier hin erstmal. Bevor wir hier mit dem Möbel beginnen, weil sonst steht mir alles sonst im Weg und das ist dann blöd. Ne? Macht dann keinen Sinn. So. Wir müssen ja unsere Kreativität ein bisschen Luft nach oben lassen. Ne? Also, wir können ja auch selbst gestalten. Also, hier steht ja nirgendwo geschrieben, du musst das genau so machen. Ich will das genau so haben. Die sollen froh sein, dass ich überhaupt hier arbeite. Und für den Betrag können sie echt gut sich schätzen, dass ich gute Arbeit mache. Definitiv. Gut, okay, wir haben auf jeden Fall jetzt alle Felder. Es fehlt jetzt nur noch das Gelbe. Dann würde ich sagen, verkaufen wir Blau. Und holen uns das Gelb noch. So. Gut, dann fangen wir gleich hier unten an. So. So in zwei Phasenabschnitten. Gut, dass ich ruhig hier ein bisschen rumsauen kann, weil das die eine Seite verschwindet dann sozusagen. Also da brauche ich mir keine Gedanken machen. So, wie sieht's denn aus? Ja, okay, ganz okay. Ich würde es jetzt persönlich jetzt nicht haben wollen, aber naja, was tut man nicht alles für den Kunden? Denn der Kunde ist König, wie man es halt so bezeichnet. Oder? Sagt man das so heutzutage? Oder ist es schon oldschool? Ich weiß es nicht. Oh, das ist eine lange Wand. Na, nicht vergessen. So, müssen wir mal ein bisschen laufen. So, also, wir könnten den Auftrag jetzt schon beenden, aber wir sind noch nicht mal fertig. Also, für schnelles Geld bin ich hier nicht da, ne? Also, wir machen dann schon alles richtig.
Keine halben Sachen. Definitiv nicht. So. Noch einiges zu tun. Danach müssen wir eigentlich nur noch kaufen. Dann wären wir, glaube ich, schon fertig eigentlich. So wie ich denke. Dann haben wir schon alle viele ganze einige Aufgaben auf jeden Fall schon absolviert. So. Und dann muss ich jetzt hier gucken. Ich glaube, von da bis da war das. Da tun wir nochmal durchziehen. Soll ja ein bisschen einheitlich bleiben halt, ne? So. Okay. Ja, das sieht doch ganz okay aus, sage ich mal so. Ist nicht mein Fall, überhaupt nicht, aber gut. Aber es gibt ja noch was zu tun. Wo denn? Streichen. Ach, da. So, bam. Gut, okay, dann kaufen. Eine Heizung. Diese Heizung setzen wir mal doch mal hier hin. Unter das Fenster? Macht das wirklich Sinn? Ja. Machen wir das einfach dahin. So, ein Bett. Da das ja kleiner ist wie das vorige. Genau, wenn er aufsteht, erstmal voll ins Gesicht, so bam, aber krieg ich nicht in die Ecke rein. Nee, das ist von beiden Seiten, also ist kein einseitiges Bett, okay. Jetzt ist halt die gute Frage. Hierhin? Ja, lassen wir es da stehen. Genau, da können wir jetzt auf die Seite dann die Schränke hinmachen. So. Dann eine Uhr. So. Halt, was haben wir hier noch? Da haben wir noch eine größere Wand. Die können wir hier hinsetzen. Ein Schreibtisch könnte man hier hinten hinsetzen. Dann den Stuhl. So. Dann einen roten Teppich. So. Nee. Sieht scheiße aus. Na. So. Damit können wir auf jeden Fall leben. Dann den können wir dann hier hinten hinsetzen. Eigentlich nicht, warte mal. Wir kaufen erstmal das hier fürs Bett. Dann die Lampe. Macht, glaube ich, so ein bisschen mehr Sinn. Ja, so, genau. Ja, Perfektion ist alles, meine Freunde. So, da würde ich sagen, die Lampe tun wir dann hier hinsetzen. Die Tischlampe. Ja, das macht jetzt mit dem Schrank jetzt eigentlich nicht mehr viel Sinn. Aber naja. Ich muss ja nicht hier drinnen wohnen. So. Und das da noch. Ein Hocker. Zum Lesen kann er ja hier hin. So. Okay. Gut. Dann sollten wir eigentlich alles haben. Die Frage ist halt bloß, wir haben noch irgendwas vergessen. Oh. Dann habe ich gar nicht, das habe ich gar nicht gesehen. Dann putzen wir mal schnell hier noch. Und somit haben wir 3 Sterne, meine Freunde. Yay. Und wir können den Auftrag abschließen.
Aber wir machen hier noch schnell alles fertig, was das angeht. So. Noch drei Flecke. Wo sind denn die drei Flecke? Da einmal. Okay, gut. Wir haben alles fertig. Bin begeistert, Leute. Wir verlassen dann. Okay, hier ist gar keine. Keine, okay. Ja, der Balkon. Sieht auch sehr schön aus. Hat auch was, ne? So, okay. Dann war's das. Hier mit dieser Wohnung. Wir verabschieden uns hiermit. Wiederschauen, reingehauen, Auftrag beenden. Yes. So. Auftrag abgeschlossen. Yay, erfolgreich. Very nice, impressive. So, wir haben jetzt 10.000, wir haben jetzt 20.000. Das würde schon ausreichen. Aber wir müssen trotzdem nochmal eine Mission machen. Denn wir haben ja auf jeden Fall noch einige Sachen zu tun. Es ist halt nicht viel Geld, was wir jetzt hier kriegen, aber ich würde sagen, als nächstes machen wir natürlich wieder ein weiteres Strandhaus. Ja, ich benötige Hilfe bei der Änderung bei dem Grundriss im Obergeschoss meines Sommerhauses. Ein paar Wände müssen abgerissen werden und es soll in drei Schlafzimmer unterteilt werden. Außerdem müssen die Wände gestrichen, die Böden fertiggestellt und die Möbel gekauft werden. Also etwas, okay. Ja, aber das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal so 10.000 dazu bekommen. Wir müssen halt auf jeden Fall noch weitermachen, dass wir noch mehr kriegen. Und somit würde ich sagen, verabschiede ich mich hiermit. Wiederschauen, reingehauen von House Flipper 2 hier von dieser Folge. In der nächsten Folge geht es zwar auf jeden Fall weiter. Wir machen, glaube ich, noch ein, zwei Missionen. Und dann werde ich mich dann auf das große Haus mich dann fokussieren. Aber bis dahin müssen wir halt noch ein bisschen warten. So, somit Wiederschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch natürlich gefallen hat oder wenn ihr Vorschläge habt, dann einfach mal ab in die Kommentare. Denn liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig. Dann support ist kein Mod. Somit Tschüss aus House Flipper 2 aus der PlayStation 5. Tschüss.